Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Schön, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen können. Das da, das ist der Pepe. Das ist der Hund von meiner Mama und wir befinden uns gerade im Urlaub. Hier habe ich ganz, ganz schlechte Internetverbindung. Und deshalb muss ich gleich zu einem WLAN-Bereich, wo ich dann das Video hochlade. Aber ich wollte ja zum Anschlag von unserem gemeinsamen Tuch im Klapperkahl. Ja, geh mal runter, Pepe. Mit dem Tuch Nadelgeklapper im Rosengarten von der Astrid Müller wenigstens mich mal zeigen und euch zeigen, was ich jetzt schon gemacht habe. Ja, ich habe angeschlagen. Gar viel ist es nicht. Aber immerhin, ich zeige es euch mal. Hier, der Anfang halt. Wo ist vorne, wo ist hinten? Man weiß es noch nicht so genau. Kommt noch. Das ist der erste Teil, den ich. Tschüss, Pepe. Der wartet auf die Mama, die ist gerade einkaufen gefahren. Und das findet er sehr unentspannt mit mir allein. Verstehe ich nicht. Ja, also das ist das Multicolor-Garn von dem Klapperset von Lisminetz. Das ist Merino Single. Ja, mehr kann ich jetzt noch nicht zeigen. Aber was ich mir überlegt habe, ich habe ja hier das Tuch, das die Astrid selbst schon gestrickt hat, hier bei mir. Ist es richtig rum? Ja, so rum ist richtig. Und sie hat ja hier diese Stellen mit dem dunklen Ton gemacht. Das habe ich hier. Einen kleinen Moment. Und zwar ist das das hier. Black Rose. Also das hat sie hier eingebaut. Und dann kommt ja später noch, ja, ich weiß nicht, heißt das Rosenblüten? Ich glaube, das sind die Rosenblüten. Ich weiß nicht mehr genau. Hat sie ja hier auch verstrickt mit dem Multi. So, und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich es genau andersrum mache. Blums. Wir werden sehen. Dann wäre es aber auch so, dass das hier dunkel wäre und das hier hell. Und dass die Nippel auch hell wären. Und hier oben wäre es halt dunkel mit dem Multicolor. Ah ja, man muss sich auch mal vertrauen. So, ihr Lieben, das war es eigentlich schon, was ich euch zeigen wollte, weil ich euch nicht ganz allein mit dem Anschlag lassen wollte, nur weil ich schon Urlaub bin, gell? Also hier ist mein Anschlag. Ich freue mich über alle Bilder von euch, wo ihr mir zeigt, mit welchen Farben ihr angeschlagen habt, wie weit ihr seid. Ihr könnt gerne auf Instagram den Hashtag Klapperkarl benutzen. Auch mich verlinken gerne. Und ich teile das sehr gerne in den Stories, damit es die anderen auch sehen. Gell? Und denkt dran, es gibt den Thread auf Ravelry von der Astrid. Ja, da kann man auch was reinschreiben, ne? Also, ihr Lieben, bleibt noch eine Nacht hier. Wo bin ich überhaupt? Habe ich euch gar nicht erzählt, gell? Ich bin in Hayingen in einem Feriendorf und das ist in der auf der Schwäbischen Aub. Sehr, sehr schön hier. Wir hatten nicht so tolles Wetter. Heute ist zumindest vormittags sehr, sehr schön. Aber wir hatten schon Gewitter und kalt und alles. Aber diese überdachte Terrasse, die ich hier habe, die ist echt super. Vielleicht kann ich euch ja was zeigen. Mal schauen, wenn es jetzt wackelt, gell? Ich drehe es mal. Ja, so gucke ich gerade. Das ist der Garten. Da hinten seht ihr den Parkplatz. Hier ist die Liege. Und da liegt der Pepe. So, und hier geht es in das Haus hinein. Aber ich würde euch gerne mal das Haus von außen zeigen. Kleines Moment. So, wenn uns die Sonne keinen Strich durch die Rechnung macht. Also, ich sehe nichts mehr. Das ist das Haus. Und das ist die Terrasse. Und hier überall sind solche Häuschen. Ich trete dauernd aufs Hundespielzeug. Es ist sehr, sehr schön hier.
wird auch viel geschafft. Ich schaue mal. Mal kurz reingehen. Das ist das Wohnzimmer mit Kamin. Der funktioniert sogar, wenn man ihn anmachen möchte. Fernseh. Küche, halt alles, was man so braucht. Gell? Hier haben wir auch schon öfter gehockt, wenn es draußen zu kalt war. Ja, das war mein Reich. Das ist toll, weil ich habe hier direkt das Badezimmer. Ja, für mich. Es gibt noch ein Gästeklo. Ja, so ist das. Ja, jetzt wisst ihr, wo ich bin. Ich habe noch eine Nacht. Dann komme ich wieder heim und dann melde ich mich wieder. Macht's gut. Ciao, bis wir uns wiedersehen.